Ali, hallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Anton und der Döskop. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Team Rocket Edition. Und wie ihr gerade gesehen habt, ja, wir haben Orden. Vielleicht habt ihr es ja verpasst, das letzte Mal. Aber wir haben mittlerweile eine gefälschte Trainerlizenz bekommen. Und können über diese Lizenz jetzt auch tatsächlich an den Arena-Kämpfen teilnehmen. Die aber auch ganz schön heftig sind. Ganz schön heftig. Also nicht mehr wie damals hier Level 10er, 12er, 30er, ne? Nö. Das fing ja gleich an mit Level Ende 20 aufwärts, dann Anfang 30 und mittlerweile sogar, glaube ich, Anfang 40. Wir haben Rocco, Misty, Bob und Erika besiegt. Ich würde mich dann jetzt mal auf den Weg machen zur, ich weiß nicht, zuerst Sabrina oder zuerst, wenn English only. Nein, kein English only. Erst Sabrina oder erst Koga? Ich weiß es gar nicht, was man zuerst macht. Im normalen Spiel kann man sich ja aussuchen, welchen man den zuerst macht. Also im normalen Gen 1, ne? Oder Gen 3, glaube ich, auch sogar. Das Lustige war ja bei denen, dass die Orden verkehrt waren. Ich glaube, der Sumpforden sollte der sein vom Koga. Aber das ist der von der Sabrina. Und der von der Sabrina, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der Seelenorden? Orden? Der Seelenorden. Und das ist der, der beim Koga ist. Das haben die damals außerdem vertauscht. Und dann einfach so gelassen. Die haben es dann erst spät gemerkt und dann, ja, gab es kein Ändern mehr. Wir haben die Erika mit der Shadow abgefackelt. Sehr, sehr schön hat sie das gemacht. Ich würde sagen, Jinx kann jetzt... wir probieren es bei der Sabrina zuerst, plötzlich mal. Und dann gehen wir zu Koga. Wobei ich der Meinung bin, Koga müsste eigentlich das niedrigere Level haben. Bin mir aber echt nicht sicher. Vor allem, weil das ja ein ROM-Hack ist und da kann ja alles anders sein. Wir geben ihr mal Amulet Coin für die Kohle. Der Rossana. Quicklord sie, okay. Und dann probieren wir das einfach mal. Gucken wir mal, was für ein Level die da bei der Sabrina in der Arena drin haben. Vielleicht können wir sogar in die Kampfarena rein. Die sich an uns erinnern? Die uns jetzt reinlassen? Warte mal, wir gehen erstmal in die Kamparena. Du! Ho! Ha! Double Crosser. Du Verräter! Böser Rocket! Ja! Du kannst hier nicht eintreten! Mein Dojo! Hinfort! Ja! Schade. Schade, ich dachte, wir könnten vielleicht gegen ihn kämpfen. Aber nein, der erinnert sich daran. Der wollte ja, dass wir einen Auftrag für ihn erledigen. Und dann haben wir uns aber dagegen entschieden. Jo, zukünftiger Champ. Sabrinas Pokémon benutzten Psychokräfte statt Gewalt. Gegen Pokémon zu kämpfen, die besonders schwach sind gegen Psycho. Psychischer Pokémon halt. Blablabla, bla, bla. Ach, keine Ahnung. Wir gehen mal gucken, was die hier für ein Level haben. Dann am Ende ist Rossana wahrscheinlich völlig overlevelt, aber zumindest kann sie Sabrina und Koga dann platt machen. Sabrina ist jung, aber sie ist auch ein sehr talentierter Arenaleiter. Du wirst sie nicht so einfach erreichen. Ich glaube, der Trick hier, um so schnell wie möglich zur Sabrina zu kommen, war immer schräg zu laufen. Das werde ich natürlich nicht machen, weil wir werden erstmal alle Gegner treffen wollen, quasi. Oh, Slowpoke. Hat der Psycho schon drin oder ist der nur Wasser? Weiß ich gar nicht, ob der nur Wasser ist. Probieren wir mal Shadow Ball.
Der ist schon mit Psycho, okay. Ich war mir nicht ganz sicher. Noch ein Slowpoke. Nö. Da können wir sogar Hidden Power verwenden. Ich weiß bloß nicht, ob stark genug ist. Hidden Power bei ihr ist Elektro. Es reicht. Es reicht! Ja! Slow Bro, also Lamus. Da würde ich glauben, reicht das nicht mehr ganz. Da machen wir den Shadow Ball. Lieber ist so. Ist besser, denke ich. Lawine. Ich glaube, Eisstrahl ist da besser, ne? Ja. Und physisch. Warum lernt sie so viele physische Moves? Das werde ich nicht verstehen. Die ist doch kein physischer Attacker. Naja. Aua, ja, down, also untergegangen oder halt hingefallen oder verloren. Verloren und raus. Verloren und raus. Du verstehst schon, oder? Da dass Kraft allein nicht genug ist, um in der Welt der Pokémon zu gewinnen. Doch, doch, eigentlich schon. Kommt drauf an, was für eine Art von Kraft du jetzt meinst, aber ich bin der Meinung, der Stärkere. Also der Stärkere, der mit mehr Kraft, der gewinnt. Muss ja nicht körperliche Kraft sein. Jetzt überlebt, sehe ich gerade. Hm? Was? Und weg. Kadabra. Dann nochmal Hidden Power. Das Schöne ist, die haben ja keine Geister oder Unlichtattacken. Die haben nur Psycho. Und Psycho ist gegen Rosana halt nicht sehr effektiv. Deshalb dachte ich mir halt, gehst du erstmal zur Sabrina rein. Weil die können mir nicht viel tun, aber ich kann denen viel tun. Pokémon nehmen die Erscheinung. Das Aussehen ihrer Trainer an. Nee, tun sie gar nicht. Deine Pokémon müssen dann ziemlich zäh sein. Oh, danke. Du hast erkannt, wie zäh ich bin. Das ist ja freundlich. Fällt mir gerade ein, ich muss noch ein Overlay ausmachen. Ich habe noch das Valheim-Overlay an. Das ist ja sinnlos. Das ist also. Es stört euch vielleicht nicht, aber es hängt dann trotzdem im Twitch da oben rum. Macht das ganz fix aus. Kleinen Moment. Erweiterungen. Deaktivieren. Okay. Und schon ist es weg. Geister-Pokémon. Da kann ich ja mit Psycho drauf gehen. Na? Weil die Gen 1 Geister-Pokémon nun mal alle auch Gift mit dabei haben. Und Gift ist schwach gegen Psycho. Ich wusste es. Nein, wir klauen doch nichts mehr. Das Klauen ist vorbei. Die Saffronia Pokémon Arena ist berühmt für
Für das Trainieren von ja, Psychics halt. Hellsehern? Ja, Hellsehern. Du möchtest Sabrina sehen, nicht wahr? Ah! Das kann ich sehen! Er konnte es voraussehen. Durch seine Macht der Hellsicht. Level 38er, die werden schon ganz schön krass gerade. Die werden schon ganz schön krass. Und ein bisschen Strom drauf. ...2000 XP, Alter. Ah! Sabrina ist so viel jünger als ich, aber sie hat sich meinen Respekt verdient. Amanda. Kadaver. Okay. Wir werden morgen übrigens wieder ein bisschen Valheim machen. Ich habe gestern ein bisschen gespielt, mich so aufgeregt und die Schnauze voll gehabt, ist ehrlich. Aber heute ist wohl der große Patch endlich rausgekommen. Nicht mehr Beta, sondern Public jetzt. Und da werden dann morgen hoffentlich auch BP und Kufo mit dabei sein. Vielleicht sogar auch der Madara, da sind wir dann zu viert. Und da steigen wir mal wieder rein. Das war ganz cool. Zu viert. Nein, nix klauen. Du und ich. Unsere Pokémon werden kämpfen. Oder sollen kämpfen eigentlich, ne? Das ist alles nur geklaut. Ejo, ejo. Wo kommt denn das jetzt her? Wo kommt denn das jetzt her? Keine Ahnung. Kadaver. Mich überwältigt gerade auch wieder schon so ein bisschen die Müdigkeit vom Abendbrot. Oh ja, nach dem Abendbrot essen. Oh, oh, oh. Schauen, dass ich gleich das Fenster aufmache. Und zu trinken habe ich ja. Ascha, ich habe dennoch verloren. Ah ne, von da kam ich gerade. Nach oben muss ich jetzt. Sagen. Fürchtet dich unsere ungesehene Kraft? Oder unsere Kraft, die du nicht sehen kannst? Die psychokinetische, die telekinetische Kraft?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, hör doch auf. Level 42. Oh, die wird bei Koga wird er dann so richtig durchfegen. Die Arena hatten wir ja schon geklärt, nur den Koga selber noch nicht, ne? Dann haben wir die Aufgabe für ihn gemacht in der Safari-Zone und so. Ich denke, den würden wir auch mit der Zahn locker besiegen. Die wird jetzt ein bisschen overleveln. Und dann gehen wir. Übers Meer. Von Fuxania City wahrscheinlich einmal aus. Und dann nochmal von Alabastia. Und da wird Sumatan ja richtig viele Level bekommen. Was ist denn das für eine Müdigkeit? Wo kommt denn die auf einmal her? Nach der Arena. Nee. Ich weiß nicht. Nach der Arena müssen wir wahrscheinlich noch schnell Koga machen. Und nach Koga muss ich ganz noch mal ganz kurz auf dem Balkon. Also frische Luft holen. Ein bisschen aufwachen. Oh Gott. So kann ich den Rest des Abends doch nicht durchzocken. Das habe ich niemals vorausgesehen. Bin ich jetzt schon einmal durch oder wie? Fangen wir mal an. Also ich kenne das immer noch so, dass die Strategie war, immer schräg zu gehen. Um am schnellsten bei Sabrina anzukommen. Hat's geklappt oder hat's nicht geklappt? Natürlich hat's geklappt. Ejo. Jetzt geht's los. Großer Kampf. Ich hatte eine Vision von deiner Ankunft. Ich hatte psychische Kräfte, seit ich ein Kind war. Es hat angefangen, als ich ohne es selbst zu bemerken oder sowas, ohne Absicht, als ich unabsichtlich einen Löffel wenn ein Löffel, den ich geworfen habe, sich plötzlich verbogen hat. Ich mag das Kämpfen nicht. Aber falls du es möchtest, werde ich dir meine Kräfte zeigen. Dann zeig mal, was du drauf hast. Boah,
Nachbarn, Dimas. Oh Gott, ich habe nur noch dreimal Shadowball. Ich hätte heilen gehen sollen, ich Trottel. Ich habe nur noch dreimal Shadowball. Okay, Planwechsel. Glaube ich. Wir wechseln auf Xela rüber. Jinx. Jinx kann... Ah, siehste, wir können ein bisschen rumwechseln. Wir können Jinx locker mit Shadow machen. Shadow macht einen Flamethrower. Die ist doch Eis. Und Psycho. Das passt doch. Burn, Baby, burn. Guck mal, die habe ich auch nicht geheilt. Die hat auch noch nur 6 PP von der letzten Arena, von Erika. Ach man, gar nicht geheilt hier. Slowbro, ja komm, da wechseln wir jetzt auf Xela. Und den Rest kann Rosana dann alleine machen. Eigentlich. Ja, den Rest kann Rosana alleine machen. Donnerblitz! Ja! Oh, wer ist denn da? Hey, Xela! Haha, kommt er mit Teamen angelaufen? Hey, yeah! Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Oder andersrum. Bei der Kraft von Grayskull, ich habe die Macht? Weiß ich gar nicht mehr, wie rum das funktioniert. Wie rum das läuft. Video ist gestrikt. Verdammt! Aber nur dann, wenn ich so gut nachgemacht habe, dass es so aussieht, als hätte ich das Original geklaut. Also willst du sagen, ich war so gut? Danke. Wegen dem Sticker. Der hat nichts gemacht. Der hat doch gar nichts gemacht, der Sticker. Bei der Kraft von Grayskull, ich habe die Macht. Ja, so war das. Glaube ich. Hey! Nicht zu viele Sticker. Nicht, dass doch noch irgendwas gestrikt wird. Und da kommt das Alakazam, das Simsalabim. Booyah-Chaka. Voll easy, oder? Diese Niederlage schockiert mich. Aber, ja, verloren ist nun mal verloren. Bei Adventuret. Das werden wir uns auch noch angucken, wenn ich mal dazu komme. Ich gebe zu, ich habe mich nicht hart genug angestrengt, um zu gewinnen. Dein Sieg hat dir den, und da haben wir es wieder, das habe ich vorhin erwähnt, den Sumpforden verdient. Das haben die damals einfach verdreht und Pokémon hat sich nie die Mühe gemacht, das irgendwann mal zu korrigieren. Der Sumpforden wäre eigentlich der von Koga gewesen und der Seelenorden der von Sabrina. Das haben die irgendwie falsch programmiert, falsch nummeriert und seitdem ist das einfach so. Die Psychotante hat den Sumpforden und der Gift-Hugo, ja, der hat den Seelenorden. Meine psychischen Sinne geben mir ein Gefühl. Du hast, du siehst jetzt, du planst es gar nicht, den Sumpforden zu benutzen, um die Pokémon-Liga zu betreten. Warum dann? Naja, das lasse ich mal dein Problem bleiben, Herausforderer. Nimm diese TM mit dir. TM4. Ich dränge dich. Ich dränge dich dazu. Benutz deine psychischen Kräfte für das Gute. Was ist denn TM4? Calm Mind. Bullshit. Der Xela hat jetzt einen riesen Text reinkopiert. Durch einen Lokalisierungsfehler wurden in den US-Versionen von Pokémon Rot und Blau die Namen des Seelenordens und des Sumpfordens vertauscht.
Da die US-Version als Basis für die anderen Sprachen dient, wurde dieser Fehler auch in die deutsche Version übernommen. Das hab ich, ne? In später erschienenen Medien wurde dieser Fehler ebenfalls übernommen, um keine Verwirrung entstehen zu lassen. Ne? Genau, die hätten dann zum Beispiel jetzt hier in dem Remake, hätten das ja korrigieren können, haben sich aber dazu entschieden, das nicht zu machen. Weil, ja, wie du schon sagtest, ne? Keine Verwirrung erzeugen. Einmal einen Fehler gemacht und einfach dazu stehen. Es gibt ja auch viele, die behaupten, dass zum Beispiel Smetbo und Omod vertauscht wurden. In der Evo-Line. War das Smetbo und Omod? Ich glaube. Und das dann einfach beibehalten wurde. Aber das ist eher dann nur eine Fan-Theorie. War das Smetbo und Omod? Oder war das... Ich glaube, Smetbo und Omod. Gibt es da so eine Theorie? Aber gibt es da so viele Theorien? So unglaublich viele. Manche machen Sinn, manche nicht ganz. Zum Beispiel, dass ein Dragosso einfach ein Kangama ist, ohne Mutter. Und der Schädel, den es sich aufsetzt, ist dann halt der Schädel der Mutter. Dann gibt es auch die Theorie, dass ein Dragosso eben ein Glumanda ist, ohne Mutter. Denn in einem Pokédex-Eintrag stand irgendwann mal drin, dass die Flamme an der Schwanzspitze halt von der Mutter angezündet wird, entflammt wird. Und die Mutter ist tot. Das Glurak hat niemals den Schwanz entzündet. Und der Schädel, den es sich aufsetzt, ist dann halt ein Glurak-Schädel. Gibt so viele verrückte Theorien. Manche cool, manche traurig. So, wir haben jetzt Sabrina bezwungen. Als nächstes steht Koga an. Und dann würde ich echt sagen, würde ich langsam mal hier unten lang surfen. Und von hier auch noch einmal. Beide Strecken. Zum Pyro! So. Willkommen zurück, Rocket. Bist du hergekommen, um mich zu einem Arena-Kampf herauszufordern? Oh, habe ich gerade zweimal gedrückt? Sorry, ich habe gerade ein bisschen weggeguckt. Verdammt. Habe ich gerade einen Text weggedrückt oder ist das schon der nächste? Naja, allein die Idee lässt mich... Murph? Freude? Lässt mich mit Freude erzittern? Nun denn, ich werde dir wahren Terror, wahre Furcht zeigen als ein Ninja-Meister. Gift bringt den steten Untergang und Schlaf Renders. Ja, Macht. Schlaf macht die Gegner hilflos. Verzweiflung. Verzweiflung, was den ankriechenden, anbahnenden Terror oder Horror von Gift-Pokémon angeht. Also du sollst verzweifeln. Ja, ach genau, verzweifel. Verzweifel, denn jetzt holen dich die Gift-Pokémon. So eine Art. Die holen dich! Psychokinese. Booyah-Chaka.
Body Slam. Schon wieder versucht die, eine körperliche, eine physische Attacke zu erlernen. Nein! Du spinnst doch. Weezing, das ist ein Smogmog. Warum will ich da wechseln? Diogenese. Ich muss da immer an Two and a Half Men denken. Die Folge mit Alan und dieser Handpuppe, die er da benutzt. Mayonnaise. Venomoth. Omot. Golbat. Alle voll easy eigentlich. Golbat könnte vielleicht ein bisschen schneller sein als wir. Nö. Bin jetzt überrascht. Ich dachte, Golbat wäre schneller. X-Bat ist dann richtig, richtig schnell. Aber Golbat anscheinend noch nicht ganz. Muck, also Slimog. Easy peasy, alle Arenen jetzt geschlagen, außer Pyro und Vertania City, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt zur Ariana gehen könnten, um sie herauszufordern. Wir könnten es versuchen. Wäre ein bisschen komisch, oder? Ich glaube, wir kämpfen dann eher ein bisschen später dann gegen Giovanni. Einfach nur, um den Orden zu bekommen. So als Spaß, ne? Kampf gegen den Boss. aber Ariana kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Du hast deinen Wert bewiesen. Hier, nimm den Seelenorden oder den Sumpforden, wenn, ne? Wenn es richtig wäre. Nun, da du den Seelenorden hast, wird die Verteidigung deiner Pokémon steigen. Ah, und nimm auch noch das hier. TM6. Versiegelt in dieser TM liegt Toxic. Ah, okay. Es ist eine geheime Fähigkeit, die noch, die so ungefähr 400 Jahre zurück geht. Oder sowas, ne? Die über 400 Jahre alt ist. Ja, Toxic ist ganz praktisch. Na, also unser, wie hieß denn das? Shuckle. Unser übelst stalling defensives Toxic Shuckle hat ja auch schon so einige Gegner damals bei Pokémon Revolution Online vernichtet. War recht lustig. So, Sumatan, du wirst uns über das Meer begleiten. Aber vorher würde ich echt, ganz so verrückt wie es klingt, nochmal ganz kurz nach Vertania City fliegen. Und einfach mal gucken, ob wir da die Arena herausfordern können. Ich kann mir nicht vorstellen. Zumindest jetzt noch nicht. Wahrscheinlich dann nach der Pyro-Story. Wenn dann der Giovanni dort reinzieht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wir gucken einfach mal. Nonxela, was läuft bei dir? Alles fit? Heute kam das Valheim-Update raus. Also das heißt, morgen müssen wir leider wieder Valheim spielen. Genau, zu voll von dem Spiel eigentlich. Aber
Ab morgen ist es halt nicht mehr Beta, ab morgen ist es richtig raus. Ab heute eigentlich schon. Und dann will ich mal gucken, ob sie noch ein paar Sachen geändert haben. Ob es jetzt ein bisschen spielbarer ist. Mal schauen. Auf dem Weg nach Catania City. Ja, das? Du hast eine falsche Trainerkarte? Jetzt willst du die Catania City Arena herausfordern? Ach, hör doch auf mit deinem Mist. Wir haben wichtigere Sachen im Moment, um die wir uns kümmern müssen. Vielleicht irgendwann später mal, okay? Ich wusste es. Ich hab's so gewusst. Waffe von der Autowerkstatt. Was geht's? Und bei dir? Ja. Ich habe jetzt hier... Ich habe mal versucht, weißt du, so eine 2-3 Tage Entgiftungskur zu machen. Nur Wasser und Tee. Und nichts essen. Ich habe Sonntagabend angefangen. Und habe dann halt... Nach dem Abendbrot, Sonntagabend, halt nichts gegessen. Über den ganzen Montag und heute über den ganzen Tag. Und heute Abend habe ich dann gesagt, nein, ich kann nicht mehr. Ich habe heute Abend wieder was gegessen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Gestern ging das eigentlich noch, weißt du? Aber heute hatte ich so einen Kohldampf den ganzen Tag. Ich habe gesagt, nee, scheiß drauf, das ist nicht wert. Das ist nicht wert. So, gut, wir gehen jetzt gleich runter zum Strand und fahren da mal übers Meer rüber. Aber vorher mache ich noch mal eine ganz, ganz kleine Pause. Und wir sind gleich wieder da. Bis gleich.